Willkommen zurück bei Dark Souls 2, Freunde. Ja, ich habe natürlich mal eben hier kurz die dämliche, dicke, fette... ach Gott, was schimpfe ich denn wieder so? Ich habe die Mimik kaputt gemacht und die hat uns nette Sachen gegeben. Und zwar hat die einmal eine Finsternisrüstung uns dagelassen. Sieht eigentlich schon schick aus, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Coole Rüstung. Hätte ich nicht gedacht, dass sie die fallen lassen können. Aber gehen wir mal zurück auf unsere Alva und Flammquarzring. Wir sind zu schwer. Zieh mal hier die Heiligen. Genau, die finde ich nämlich überhaupt gar nicht so verkehrt. So, hab natürlich soweit alles hier klein gemacht. Das Glitzern, apropos, kommt nämlich, kann ich euch mal eben kurz zeigen, mit Pfeil und Bogen. Schaffe ich leider noch nicht, zu wenig Damage. Und zwar von da. Ich kann da mal hinschießen. Dort war nämlich so ein Glitzervieh. Habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Werden wir uns dann noch irgendwie holen offscreen. Nachricht lesen. Lügner aber noch. Oh komm, man kann nichts mehr. Können wir hier einfach drüber? Ja, ne? Ohne Probleme. Jawohl, finde ich super. Oh, bitte nicht noch eine Mimik, ne? Das wäre echt gemein. Nein, immerhin. Coole Sache. Zerstörungsgroßpfeile. Ja, wer es braucht. So, haben wir sonst hier irgendeine Wand oder was Schönes? Ah, weniger da, ne? Aber es geht noch weiter nach oben, oder? Ja, hier, da ist es. Bevor wir jetzt da unten in den Nebel reingehen. Ich habe da hinten kein Item vergessen, da habe ich jemanden erschossen. Ach, wo sind wir denn hier jetzt wieder? Tja, Freunde, ehrlich gesagt, I don't know. Nachricht lesen, Tränen voraus. Ach, dann kommt wieder so heiliges Wasser, ne? Ich habe keine Ahnung, wofür dieses heilige Wasser ist. Ich werde mich darüber auch mal schlau machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht heilt uns das. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Ach, sieh mal einer an. Ein Bogenschütze, zwei Bogenschützen, drei Bogenschützen. Da werde ich bestimmt nicht rauslaufen, Freunde. Das könnt ihr ja mal sowas von knicken. Hi. So. Schnell hier verstecken. Wunderbar, er trifft uns nämlich nicht, aber wir treffen ihn und die anderen kriegen gar nichts mit. Ne? Ist ja völlig normal, ist das. Völlig normal. So. Ja, wir haben natürlich einen Haufen Seelen angesammelt. Die geben auch wahnsinnig viele Seelen. Also es ist schon krass. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, wir brauchen schon 18.000 für ein Level-Up, aber ich finde es nicht schlecht. Muss ich ehrlich zugeben. Können wir ja mal eben drauf achten. Wie viel gibt es da einer? Zack, da ist er nämlich hops. 1500. Das ist echt nicht verkehrt. So. Dann mal eben kurz zu dir, mein Freund. Aber die kassieren aber schon echt böse Damage, ne? Das ist cool. Wir müssen nur ein bisschen mehr auf Stärke gehen. Na, triffst uns nicht, ne? Wunderbar. Ja. Für jede Überraschung bereit hier. So, links, rechts, keinen mehr. War es das ehrlich? War es das? Jetzt sind wir ganz oben angekommen und können nichts machen, ne? Da haben wir die Hauptmannsrüstung. Was haben wir hier? Einfallspinselgewürz. Meine Güte. Ach, eine Truhe haben wir hier. Das ist ja cool. Und bitte keine Mimik. Gut. Ah. Das wäre ja zu übel, ne? Eine Mimik nach der anderen. Eine Großaxt des schwarzen Ritters. Aber das sieht schon cool hier aus, ne? Meine Güte. Eine Großaxt des schwarzen Ritters. Was ist denn hier für ein Vieh? Coole Sache. Wollen wir uns doch mal die Waffe angucken? Ich bin natürlich so ein bisschen am Schwärmen, wenn ich mich ein bisschen hier umgucke. Große Axt des schwarzen Ritters. CD 40 Stärke. Oh! Ach, mit Int und... ja, mit Int und Wille Waffe. Die hat aber nur Feuer. Aber Wille tut ja auch Feuer erhöhen, ne? Cool, zieh die mal an. Was ein Teil, ey. Wahnsinn. Boah. Nicht schlecht. Aber Streikkolben vor so hin. Finde ich gut, die Waffe gefällt mir. Oh ne, jetzt dürfen wir hier Stück für... Oh, 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 ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Wir werden hier gleich so abschmieren, Freunde. Wir werden hier gleich so abschmieren. Okay, schön vorsichtig. Jawohl. Ah, guck mal, hier ist sogar auch noch ein Item. Gegenstand aufheben. Immerhin. Fackel freut mich. Dieser Oak-Apfel ist ja eher sowas für PvP und so. Das will ich ehrlich gesagt nicht haben.
Ja, sehr schön. Jetzt können wir nämlich hier runter, ne? Richtig? Warum ist denn da einer gestorben? Ist der falsch runtergesprungen? Aber geht, ne? Läuft. Oh. Hast du Pfeil und Bogen? Ich will es nicht hoffen. Pieks und Pieks. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Hier haben wir ja Gegner. Wo sind wir denn hier gelandet? Boah, Wahnsinn. Da ist ein Item. Oh, nee. Ey, Freunde, das ist doch wieder. Ihr werdet da bestimmt verkacken, ne? Und dann sind die Seelen weg. Lass mich raten. Pass auf. Zack. Nee. Noch leben wir. Okay. Schön vorsichtig. Gegenstand aufheben. Ein goldener Schlangenring. Wir haben schon so einen Schlangenring, aber was das für ein Ring ist, weiß ich. Oh, nicht. Nein, 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 stopp. Bleib einfach stehen. Ganz cool. Oh, mein Gott, ey. Ich krieg dann immer so Panik und muss dann WASD drücken, wie Jack, und dann drehe ich mich ganz wild im Kreis, um irgendwie zu gucken, dass wir am Leben bleiben. Ach, krank hier. So. Ah. Wie sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Ist doch Müll. Das ist doch echt Crap, ist das. Nachricht lesen. Was vor sich vor oberhalb links? Okay, ja, komm. So viele Seelen sind es nicht unbedingt. Gucken wir mal. Ach, wir sind hier in der Halle rausgekommen. Ach, wie cool ist das denn? Das war das. Klosteramuletten, große Seele. Nice, 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 nice. Aber da hinten war jetzt nichts mehr, oder? Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Oder was soll das hier sein? Wie weit gehen denn die Flammen? Wofür sind die denn jetzt da? Jetzt sag mir nicht eine versteckte Wand oder so ein Kram. Nö, da gehe ich nicht hin. Wenn es da was gibt, Freunde, ne? Ab in die Comments. Ich möchte da jetzt ungern einfach so blöde reinlaufen. Was soll das eigentlich sein? Ein Pferd oder ein Stier? Ein Pferd mit Stierhörnern oder sowas, ne? So, der Weg geht hier weiter runter. Leuchtfeuer werden wir, glaube ich, nicht so heilig finden. Mal gucken, was uns. Oh nö, oh nö, oh nö, ein Dicker. Oh nö. Wo können wir den denn bekämpfen? Oben, ne? Ja. Hier müssen wir auch schon genug Platz haben. So, komm mal her. Komm mal hoch. Ich will dich nicht da unten bekämpfen. So, komm hoch. Komm, 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 komm. Los, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, mein Freund. So, hier. Hier, ja, oh mein Gott, es ist so und so alles zu eng hier. Komm her. Genau, hau mal wild drauf zu. Und da kommt wahrscheinlich noch der vierte. Bitteschön. Komm, hau doch nochmal zu. Na, komm schon. Jetzt hau schon. Achso, das war nur der. Ja, ich dachte es mir. Also, jetzt reicht's aber hier, Freund. Kriegst du mit dem Streitkolben. Ich glaube, der Streitkolben ist wirklich gut und effektiv, gerade gegen bei so einem da. 60.000 Seelen. Das sind ein paar Level, Freunde. Boah, was ist das denn hier? Ziehen? Nee. Nee. Oh. Kommt das Ding runter? Da klebt sogar noch Blut dran. Na, für ein Scheiß. Ja, na klar. Nee. Das ist ja der Hammer. Und das für ein fieses Ding, ey. Krank. Einfach nur krank. Nee. Komm mal hier hin. Komm, 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 beeil dich, beeil dich. Da kommt jetzt gleich runter, mein Freund. Jetzt beeil dich schon. Ach Mist. Kannst du das Ding kaputt hauen? Nö, ne? Warte, komm, ich helfe dir mal. Ich zieh dir das mal hoch. Ey, da steht so ein Fettsack um die Ecke. Wie gemein ist denn das? Game ja eigentlich. Ja klar, du gehst jetzt wieder hier zurück oder was? Da kannst du mal sowas vom Knicken. Ne? So. Du triffst uns wahrscheinlich eh nicht, Dickerchen. Genau. Komm mal schön da drauf. Oh. Boah, da machen wir schneller. Ach, sowas ist richtig fies hier. Richtig fies. Henkersbeil. Aber das kommt nach einer bestimmten Zeit noch runter, ne? Finde ich aber cool. Finde ich nett gemacht. Versucht links, dann vorne. Ach, komm.
Also wie ich sehe, ist dort links, rechts, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Okay. Ich glaube, ich habe eine Lücke gesehen. Der hat gesagt, versucht links. Uhuhu. Jawohl. Oh, da ist ein Item. Boah, nee. Da ist eine Leiter. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Lauf, Forest. Boah. Okay, eine Leiter. Da unten geht's runter. Nee, da unten steht er. Ich gehe erstmal hoch, Freunde. Ich gehe erstmal hoch. Ich hoffe, oben ist es besser als unten. Da unten steht nämlich einer wieder in so einem kackengen Gang. Oh, 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 oh. Ach Mensch, weil ich mich nicht hier umgucken kann, verdammt. Okay. Muss man da jetzt auf irgendwas aufpassen, oder was? Mich erreicht hier keine Flamme oder so, oder? Nee, ne? Weiter hoch. Ein Leuchtfeuer. Ja, wie nice ist das denn? Ja, jawohl. Jawohl. Richtig cool. Reisen. Ab nach Majula. Noch ein paar Skillpunkte investieren. So, und da sind wir auch schon. Coole Sache. Dann, ja. Ja. Haben wir nicht mehr gefunden, ne? Nee. Aufsteigen. So, Freunde. Die Belastbarkeit. Ja, machen wir bis 15. Wie gesagt, wir können dadurch unsere Belastung erhöhen. Guck mal, von 56,5 auf 61 ist extrem cool. Und je mehr Belastung wir haben, desto bessere Rüstung können wir tragen, ohne dass wir so Slow Motion sind. Finde ich nämlich super. So, haben wir nämlich schon mal ein paar Seelen gesaved. Ich werde mal so ein Menschenbild benutzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht umsonst. So, dann gehen wir mal zurück, weil wir haben jetzt die ganze Zeit auf dem ganzen Weg kein einziges Rufsymbol gesehen und das ärgert mich sehr. Verdammt, wo waren wir denn? Hier? Das ferne Feuer. Ja, dann gehen wir rüber. Pfeile müssen wir noch genug haben. Ja. Ja, wir haben ja mehr. Läuft, läuft, läuft. Das ferne Feuer, genau, hier sind wir. Eisenschloss. Eisenschloss. Und das hier oben ist wieder so ein Mechanismus. Wofür ist das denn? Na? Ach, nein, cool, das Feuer hat aufgehört. Oh, wo geht's denn hier hin? Guck mal hier, kannst du dich sogar noch ein bisschen umgucken. Gibt's hier jetzt so ein Gimmick oder sowas? Mal eben kurz andere Seite gucken. Wer weiß, ne? Vielleicht sieht man ja was. Da unten ist eine Nebelwand. Klasse. Oh nee, oh nee. Nee, haben wir den Feuerring wirklich an? Haben wir. Lava und eine Nebelwand. Oh, da hinten ist keine versteckte Wand, sonst würde da keine Nachricht liegen. So, herunterklettern. So, dann wollen wir doch mal gucken. Jetzt können wir nämlich unten ans Item, ne? Richtig? 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 Oder falsch? Da war ein Item zwischen den zwei Pferdestierköpfen. Da. Und da unten ist noch ein Typ. Da müssen wir aufpassen. Was passiert, wenn ich in die Stacheln laufe? Aber eigentlich... ein Kurzbogen mit Blitz. Nice. Langsam. Ach, Mensch. Ich wollte dich überraschen. Du bist aber auch ein fieses Vieh, ey. Ich wollte ihn überraschen. Ja. So, hier geht nichts auf oder so, ne? So. Hallo, ja, komm mal hoch. Ja. Mach du ruhig mal. Oh, Vorsicht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht in die... Ja, klar, mein Freund. Oh, oh. Ja. Schön. Deswegen will ich gerne die Rolle haben. Ja, wieder schön gemacht. Jawolle. Da haben wir sie. Das finde ich richtig gut. Richtig, richtig gut. So, links, rechts. Alles safe, ne? Oh ne, wir kommen wirklich da hinten zu dieser Nebelwand, ne? Oh. Da kommt ja bestimmt wieder ein Boss, oder? Komm, Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne, aber ich habe versagt. Oh, der Arme. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Nachricht lesen. Geheimnis voraus. Willst du mich veräppeln? Geheimnis voraus. Musstest du noch dazu schreiben? Hier wird's warm oder so. Aber naja, gut. Geheimnis voraus. Streitkolben. Gibt es keine Eisverzauberung? Nee, ne? Was hilft denn gegen Feuer?
Vorsicht vor Trio? Bitte was? Kurz gesagt, Version von hinten. Du willst mich jetzt richtig auf den Arm nehmen, ne? Was für ein Trio? Ach, guck mal, da oben waren wir da drin, oder? Oh, Rufsymbole, sag ich doch. Guck mal hier, da oben waren wir drin, da haben wir rausgeguckt. Ach, das ist ja cool. Nice, 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 nice. Oh, Freunde, ich bin gespannt. Gucken wir mal eben kurz, was haben wir denn hier? Rufsymbol. Eisphönix, ja. Und White Boy. Nee. Das sind keine NPCs. Ach komm, lassen wir uns überraschen. Wir werden doch so und so hier sterben. Und? Aber da klar, kriegen wir ein Intro. Oh nee, komm, so ein Feuermonster. Größer hätte es nicht sein können, oder? Sieht ja schon krass aus. Ist er wirklich so groß? Ist er wirklich so groß, Freunde? So, wen haben wir? Alter Eisenkönig, okay. Hallo, mein Freund. Ah, du kommst erstmal her, ne? Ja, so. Und jetzt? Juhu! Cool. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Nein, ich bin jetzt nicht... Doch, ich bin in die Lava reingefallen. Oh, nee. Fängt ja gut an. Okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, mal ordentlich hinsetzen hier. Nicht immer diese schöne Schlenzerposition. Okay, wir haben so und so keinen NPC, den wir rufen können. Dann können wir auch direkt wieder runterlaufen. Kann man das nicht abkürzen? Ich habe keinen Bock, gegen die Typen da zu kämpfen. Obwohl, ist ja nur einer, ne? Ja, ist ja nur einer. So, wollen wir mal gucken. Genau, komm mal hoch hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe nämlich echt keine Lust, gegen dich zu kämpfen. So, da können wir doch jetzt einfach weglaufen. Ne? Das müsste auch funktionieren. Sonst haben wir ja keinen Gegner hier. Hoch, der ist aber groß, ne? Der ist groß. Tja, lassen wir uns überraschen. Wie schwer sind wir denn? Können wir den großen Schild tragen? Er hat nämlich noch mehr Feuerresistenz. Sind wir noch schwerer. Ey, der kommt jetzt echt bis hier unten hin, ne? Da ist er nicht mehr alle an der Macke, Freund. Hau ab. Geh nach Hause. Schildkröte. Geh. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Feuerresistenz, ja, die Dranglake gegen die Heiligenhandschuhe. Haben wir noch ein bisschen mehr Feuer-Resi und ja, haben doch richtig gut Gewicht gewonnen, ne? Was können wir gegen Feuer machen? Haben wir stärkt vorübergehend Feuerabwehr. Wir haben eine kleine orangene Blüte, ja, danke. Blutungsserum. Haben wir nix, ne? Nix. Nix. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Einfach mal ausprobieren, ne? Einfach mal ausprobieren. So, wir werden seine Angriffe... Wo ist er? Boah, hast du mich erschrocken. Warte mal, krieg mal schnell die Seelen. Hast du mich erschrocken? So, wo bist du? Nein, 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 nein. Nee. Nee. Achso, ich wollte gerade sagen. Ach, guck mal, jetzt haut er wieder. Und jetzt... Nein, wir sind schon wieder voll drauf reingefallen. Ach, guck mal hier. Hau, hau. Jawohl. Nee, nee. Ach, guck mal, hier kann man sich verstecken. Oder? Die Flammen kommen hier nicht durch, oder? Oder doch? Nee, 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 nee. Hör mal auf. Ich will hier rauskommen. Oh nein, nein, nein. Ah, jetzt laufen wir natürlich voll in die Flamme rein, ey. Komm, schnell noch ein Estus. So, hier bin ich, mein Freund. Ja, schön gehauen. Und der zweite. Jawolle. So, und jetzt mal schnell hier drauf. Komm. Ach Mensch, keine Ausdauer mehr. Mist. So, und jetzt? Jetzt kommt der Wischer. Und da kommt die Faust, ne? Ja. Jawoll. Guckt euch das an. Geht doch. Geht doch. Läuft. Und jetzt Wischer. Okay. Was hast du? Noch ein Wischer? Ey, hör auf. Ah, das meine ich nämlich. Wir müssen nur schnell sein. Rollen. Rollen. Wischer. Ja.
Und die dicke Faust. Ach nein! Ach du Krabsack, ey. So. Und ein Hauer. Und da müsste der zweite kommen, ne? Ja. Eben schnell Estus. Nee, 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 nee. Oh, der will spucken. Der will spucken. Ich will nicht. Hau ab. Wie weit gehen die Flammen? Die gehen nicht so weit, ne? Nee, die gehen nicht so weit. Cool. Nee. Das ist... Was? Komm. Hau dir einfach mal auf den Kopf da. Oh, 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 oh. Kann ich den an die Hand hauen? Nein, lauf, lauf, lauf weg. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. So, und jetzt? Ach, egal. Oh, man kann durch die Flammen rollen. Hau den an den Finger. Warum spuckt er denn die ganze Zeit nur noch Feuer, verdammt? Shit. Hör auf damit. Jetzt lass das doch sein. Ach, Mist. So. Jetzt komm. Ey, der spuckt nur noch Feuer, ne? Aber pass mal auf. Weißt du, wenn du nur noch Feuer spuckst, ne? Nee. Was macht der? Nee, 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 nee. Mach mal keinen Scheiß. Komm mal her. Komm raus. Komm. Boah, okay. Hi. Ja, genau. Büscher. Und dicke Faust. Nein, ich bin gerollt. Hau ihn. Schnell, hau ihn. Auf dein Daumili. Was ist das? Oh mein Gott. Trinken? Was hat denn für ein Kackzauber? Okay. Aber, jawohl. Immerhin zweimal getroffen. Nee, 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 kein Feuer. Oh nee, ich hasse dein Feuer. Hör mal auf mit deinem Kackfeuer da. So. Nee, nicht. Oh, blocken? Immerhin, immerhin, immerhin. Wir konnten was blocken. Wischer? Jawohl. Dicke Faust, wo ist sie? Ja, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Nee, noch einmal. Komm, mach irgendwas. Wischer? Und, komm schon, du hässliches, dickes Fazzi. Ja, nein, noch einer. Verdammt. Sag mal, kann ich dich nicht irgendwie hauen? Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott, Mama, Mama. Oh, ja, und vorbei mit dir. Da. Da. Große Seele. Seele des alten Eisenkönigs. Ja, epic. Epic! Nice. Freunde, nice. Richtig nice. Richtig. Gelobt sei die Sonne. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass wir den besiegt haben. Und immerhin, immerhin. Man muss die Bosse wirklich nur kennenlernen. Und der große Schild mit der Feuerriesi hat echt was gebracht, ne? Hat was gebracht. Wie viel Feuerriesi haben wir gerade? Feuerabwehr ist 141. Das ist jetzt gar nicht so viel, glaube ich. Aber stimmt das überhaupt? Nee, was machst du denn hier? Geh mal ins Inventar. Gibt uns nur wirklich so wenig Feuerresistenz? Nee, hier, guck mal. 286. Ja. 286, Freunde. Das hat gut funktioniert. Schön. Die Angriffe blocken wollte ich so und so nicht. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Schön, dass wir uns hier verstecken konnten, ne? Und hier geht's, glaube ich, auch weiter, ne? Nachricht lesen. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Finde ich auch gut. Bewerten mal wieder. Haben wir ja lange nicht mehr getan. Gib her. Gib den Schatz her. Da haben wir wieder eine riesige Seele bekommen, ne? Richtig gut. Edler Knochenstaub. Oh ja. Oh ja. Unser Estus wird verstärkt. Oh ja, Freunde. Oh. Hallo? Hier ist wieder gar nichts, ne? Außer, was ist ein Leuchtfeuer, oder? Ein Urleuchtfeuer. Bei jeder riesigen Seele haben wir ein Urleuchtfeuer. Ein Urleuchtfeuer wurde entzündet, okay. Aber hier haben wir keine versteckte Wand oder so ein Kram, ne? Glaube ich nicht. Ehrlich gesagt glaube ich daran nicht. Aber coole Sache. Freunde, ich weiß, wir sind schon lange am Überziehen. Bin aber gerade so ein bisschen, ja, ein bisschen voller Freude, ehrlich gesagt, ja. Voller Freude und, werden dann jetzt gleich noch ein bisschen die Punkte verteilen, werden wir alles schick machen und hat doch wunderbar geklappt. Bis zum nächsten Mal.